Johannes, willkommen zu deinem Kurs. Lass uns anfangen. Auf geht's. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du mit mir eine Runde deinen Rücken fit machen willst. Bleib auf den Füßen. Ja, zieh nur die Ferse hinten hoch. Stell die Füße gerne ein bisschen breiter. Jawohl, dann kommt der Popo ein bisschen mit leichtes Schulterkreisen. Auf geht's. Wir kreisen schön nach hinten. Komm. Jawohl, mach nur das, was geht. Wenn irgendwas nicht geht, mach's bitte einfach nicht. So einfach ist es. Zieh abwechselnd die Schultern zu den Ohren. Wie immer machen wir uns ein bisschen warm, kleine Aufwärmroutine und dann geht's gleich etwas intensiver los. Wie du siehst, habe ich keine Hilfsmittel, du darfst aber gerne Hanteln nehmen, wenn du das möchtest. Jawohl, Brust raus, Kopf hoch, komm. Jawohl. Gerne über Kreuz und komm. Bleib oben. Zieh auf und zu. Jawohl, während wir uns hier noch ein bisschen aufwärmen, kann ich dir sagen, der September, der vor uns steht, der ist gefüllt mit vielen Seminaren. Und wir starten wieder unsere Sprechstunde. Zieh diagonal. Jawohl. Ja, wir haben die Sommerferien jetzt mal ein bisschen Pause gemacht mit Seminaren und Sprechstunden. Aber das kommt jetzt alles wieder. Zieh mal senkrecht. Fuß raus, Kopf hoch. Jawohl. Okay, bleib stehen. Komm einmal rechts, links. Ja, lass den Popo stehen, das Becken, und komm nur über die Seite, maximal bis zum Knie. Ja, versuch mal dein Knie zu treffen. Jawohl. Ja. Okay, bleib in der Mitte, komm vor und zurück. Genau, gerader Rücken, nur den Oberkörper neigen. Komm, 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 komm. Streck die Beine mal durch und komm ein bisschen tiefer. Auf geht's, komm. Jawohl. Schön den Popo nach hinten, Rücken schön gerade ziehen. Wenn du in den hinteren Oberschenkeln was spürst, dann weißt du, wir müssen ein bisschen dehnen. Beide Arme, komm. Ja, und jetzt sind wir schon mittendrin. So. Zieh mal die Schulter ein bisschen weiter nach hinten. Ah, super. Und ein bisschen weiter vor. Komm. Hände vor. Noch ein bisschen. Nach vorne. Jawohl. 5, 4, 3, 2, 1. Ist gut. Lösen. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir einigermaßen gut warm. Jetzt ärgere ich dich ein bisschen mit dem Nacken. Genau. Schön abwechselnd nach oben ziehen. Komm. Schultern. Richtig schön hoch. Versuch bitte auf beiden Seiten gleich hoch zu ziehen. Jawohl. Und dann beide. Komm. Ja. Richtig schön hoch. Komm. Ja. Ja. Schön hoch. Auf geht's. Ja, jetzt kommt wieder der Punkt, wo es ein bisschen weh tut, aber das muss so sein. Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Achtung, bleib mal. Nimm mal beide Hände auf den Popo. Und dann machst du das wieder und ziehst abwechselnd hinten hoch. Ja. Genau. Hinten hoch, komm. Komm, komm, komm. Wie du siehst, mein Kopf bleibt ganz gerade, Wirbelsäule bleibt ganz gerade. Ich ziehe nur die Schultern hinten hoch. Und im Nacken tut es ein bisschen weh. Nochmal beide, komm. Schön nach hinten drücken die Ellenbogen. Jawohl, super. Komm. Richtig hochziehen. Zieh richtig hoch.
Das ist nicht schön, ne? Hat keiner gesagt. Bleib mal stehen, halt mal hinten fest. Kopfschütteln. Nicken. Gut. Wir wippen hoch. Komm. Merkt ihr schon was? Jetzt kommt das Kopfschütteln wieder? Nee? Gut, okay. Soll ich weitermachen? Nicken? Okay, ist gut. Oh. Ja, ich kann es selber nicht leiden. Aber es ist wichtig. So können sich Verspannungen nicht chronisch festsetzen. Ganz wichtig. Komm, ein bisschen durchbewegen. Aufziehen. Ja, gestern hat unser neues Programm gestartet. Ich habe aus Hit, unser 19 Uhr Hit, habe ich das 19 Uhr N-Hit Programm gemacht. N-Hit. Ja, ist total toll. Ich find's toll. Das tut einfach nur weh. Und zwar richtig. Ja, das ist ultra langsames Training. Jawohl. Okay. Bisschen ausschütteln. Das tut einfach weh, ja. Das ist super. Am nächsten Tag hast du schön Muskelkater. Beide Hände hier hin. Und jetzt ziehst du mal ganz... Genau. Jawohl. Bleib so. Okay. So. Hinten zusammenklappen. Schön die Schulterblätter zusammen. Anwinkeln. Aufziehen. Ja, ja. Nee. Bisschen mehr Spannung bitte. Die Spannung kann ich sehen und fühlen. Ja. Aha, sehen Sie? Gut. Schön. Ja, dich. Ja. Meint er mich? Ja, ja, ja. Das finde ich immer das Geilste, wenn jemand in der letzten Reihe steht und sich dann so umdreht, weißt du? Wen meint der jetzt? Das finde ich super. Ja. Komm schön aufziehen, genau. Und jetzt nimmst du die Hände mit. Zeig mir mal den Daumen. Ja, genau. Und der Daumen dreht sich, guck mal. Genau. Und da schön rein. Mehr Spannung. Okay, gut. Mach ich, mach ich, mach ich. Das sind die richtigen Reaktionen. Einmal böse gucken. Das ist super. So, bleib hinten, komm. Brust raus. Und da wippen wir jetzt rein. Super. Jawohl. Schön Brust raus und nach hinten wippen. Auf geht's, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Beide Hände höher, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir strecken. Komm. Ganz. Ja, genau. Und die Hände nach unten klappen. Ja, jetzt wird's unschön, genau. Ja, auch wenn die Mundwinkel nach unten wollen, die Mundwinkel gehen nach oben. Ja, genau. So, so ist schön. Hände zeigen nach hinten. Ja. Nicht ganz so gelangweilt. Der Trainer trainiert auch mit, gell? Also, ja, gut, okay. Das ist echt super. Ich sehe euch, wisst ihr das? Gut, die daheim sehe ich nicht, aber euch sehe ich hier. Gut, nochmal die Daumen nach hinten. Versuch mal die Arme richtig schön durchzustrecken. Super, gleich fertig, komm. Okay, komm, die letzten 5, 4, 3, 2, 1, lass fallen. Puh. Und ausschütteln, komm. Einmal kräftig schütteln. Auf. Sehr schön. Okay. Die Schulter ist leider maßgeblich mit am Rücken beteiligt. Langsam. Schön locker kreisen. Ganz oft kommt die Frage, das knackt bei mir in der Schulter. Ist das schlimm? Nee. Knacken ist keine Krankheit. Ganz wichtig. Komm, komm. Komm, 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 komm. Jawohl. Wie du siehst, werde ich größer.
Und ich stabilisiere den Oberkörper. Komm. Tap, 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 tap. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halt fest. Richtig schön. Versuch mal hier so diagonal, genau, schön zu strecken. Und durchstrecken den Arm. Und dann hier oben nochmal nach hinten ziehen. Richtig schön nach hinten. Jawohl. Auf, 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 auf. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und wir lassen fallen jetzt. Ja. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr das macht, was ihr seht, oder das macht, was ihr hört. Locker, komm. Schön, dass ihr euch nicht traut. Das finde ich super. Locker, komm. Andere Seite. Aber du kannst jetzt mal hier so aufklappen. Die Schulter sollte ein bisschen gelöst sein und der obere Rücken schön trainiert. Das wäre toll. Andere Seite. Steh wieder stabil. Und komm, 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 komm. Auf, komm, 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 komm. Jawohl, komm, 8, 7, 6. 5, 4, 3, bisschen größer, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halt fest, komm. Und strecken. Jawohl. Schön diagonal, dass du hier schöne Spannung spürst, weil wenn wir hier die Verkürzung wegnehmen, wird das mit den Verspannungen zwischen den Schulterblättern besser. Wir wippen, komm, schön nach hinten. Schön strecken. Jawohl. Ja, 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 ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nochmal. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Die letzten. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir lassen fallen. Puh. Okay. Ein bisschen durchbewegen. Komm, komm. Schön nach vorne punchen, komm. Jawohl. So, obere Rücken, jetzt noch mal ein bisschen gezielter. Beide Hände vor und zurück. Und es geht wirklich so ein bisschen mehr um das Zurück. Richtig schön nach hinten in den Rücken reindrücken, komm. Komm, komm. Jawohl. Auf, auf. Richtig feste reinpressen. Komm. Ich hoffe, du spürst was zwischen den Schulterblättern. Auf geht's, komm. Mehr, komm. Acht noch. 7, 6, 5, 4, 3. Bleib hinten, komm, wir wippen. Versuch bitte wirklich die Brust nach vorne zu strecken. Lass den Kopf locker. Kopf lag ganz locker. Und richtig schön Schulterblätter. Jetzt klappst du mal die Arme so ein bisschen auf. Jawohl. Weil wenn du jetzt die Ellenbogen nach hinten drückst, dann wird das ein bisschen intensiver zwischen den Schulterblättern. Genau. Ja. Ja, genau. Wenn du jetzt die Hände so ein bisschen nach oben nimmst und so nach unten drückst, nach hinten unten, dann ist auch schön. Also wenn es vorbei ist. Ja. Ja, das ist super da. Komm. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir lösen jetzt. Oh. Okay, ich gebe zu, das war nicht schön. Locker. Bisschen auslockern. Zieh doch mal ganz bewusst nach hinten. Also,
ich merke da richtig schön zwischen den Schulterblättern eine richtige Spannung. Also da ist jetzt auch richtig viel Blut drin. Und wenn ich so hinten zusammendrücke, gar nicht so Schwung holen, sondern wirklich nur nach hinten zusammenpressen. Ja. Drück nur mal, das ist so eine Isolationsübung. Versuch mal nur hinten die Schulterblätter zusammenzudrücken. Jawohl. Komm bitte nicht auf die Idee, das Ganze während der Arbeit oder in der Schule dauerhaft zu machen. Das ist nicht gut, es gibt Verspannungen. Was man mal machen kann, ist, dass du wirklich im Auto oder im Bus oder in der Schule, egal wo du bist oder im Büro, ab und zu mal wirklich die Schulter nach hinten rollen und da hinten mal ein, zwei Minuten halten. Aber nicht länger. Das sorgt sonst wieder für Verspannungen. Wirklich nur ganz bewusst nach hinten rollen und mal halten. Und wir lösen. So. Mach mal so. Mach mal so. So. Jetzt machst du mal so einen großen Kreis, als würdest du so ein Fass umarmen wollen. Okay? Ellenbogen kommen richtig schön nach außen. Richtig nach außen. Jetzt müsstest du den Bereich, den du eben trainiert hast, wieder spüren. Der zieht sich jetzt auseinander. Drück mal richtig fest, die Ellenbogen. Jawohl. Also, hier vorne fixieren, Ellenbogen nach außen und jetzt schiebst du die Arme nach vorne. Ja, das ist nicht schön, nee. Ich weiß. Hat keiner gesagt, dass das schön ist. Stell dich mal ein bisschen stabiler hin. Weiter nach vorne, komm. Ja, mach den Kreis schön groß. So, jetzt spann mal bitte den Popo an. Ganz fest. Okay, jetzt bleibst du so. Der Kopf bleibt so, das Becken bleibt so und jetzt drehst du das Fass zur Seite. Oh. Jawohl. Pff. Nicht lösen, die Spannung bleibt, komm. Pff. Ja, das ist nicht angenehm. Nochmal, der Kopf bleibt gerade. Gerade. Und jetzt wippst du da rein, komm. Auf. Zieh, 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 zieh. Zieh, zieh. Okay, komm zur anderen Seite. Nochmal korrigieren. Nochmal die Ellenbogen nach vorne. Brust raus und zur Seite. Komm. Und komm. Zieh, 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 zieh. Komm, auf. Zieh, zieh. Acht, sieben, sechs, fünf. 4, 3, 2, nochmal, komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm in die Mitte. Lass fallen. Nee, ist nicht schön. Lass das mal kurz wirken, das wird jetzt gleich besser. Einfach mal kurz wirken lassen, bisschen ausschütteln. Und jetzt guck mal. Hinten zwischen den Schulterblättern, das müsste wesentlich angenehmer sein. Das wäre schön. Gut. Schulter müsste auch schön frei sein. Ja, bisschen. Okay. Guck mal, ob die andere Schulter auch. Sehr schön. Okay. Wir gehen eine Etage tiefer. Lendenwirbelsäule. Stelle ich ein bisschen breiter. Jawohl. Und lass das Becken kreisen. Komm. Jawohl. So, jetzt siehst du, dass dein Oberkörper irgendwie mitgeht, gell? Das möchte ich aber nicht. Aber gleich erst. Dreh mal andersrum. Jawohl. Ja, das ist gut. So, und jetzt fixieren wir das hier oben mal. Und du lässt das hier oben komplett fixiert und die Bewegung passiert nur hier. Ja. Halt den Oberkörper stabil und nur im Becken kreisen. Jetzt musst du dich so ein bisschen mal auf den unteren Rücken konzentrieren, weil der macht eigentlich die Bewegung. Ja. Versuch mal, wenn du den Popo nach hinten drückst, der Popo kommt nach hinten, das passiert über den
unteren Rücken, über den Bereich hier. Okay? Auch hier nochmal der Hinweis, das ist nicht angenehm. Andersrum. Obenrum bleibt ganz stabil. Nein, das ist nicht, das ist wirklich schwer. Und auch wenn, je mehr du den Popo nach hinten drückst, da siehst du ja hier bei mir, was da passiert. Also, schöne Kreise machen mit dem Becken und hinten den Rückenstrecker aktivieren. Okay, Popo rechts, links. Richtig schön groß, rechts, links. Jawohl. Komm. Popo, 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 popo. Jetzt kannst du nochmal so machen. Oberkörper fixieren und nur rechts, links. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir den ganzen Bereich schön durchblutet. Lendenwirbelsäule, Übergang, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Jetzt machen wir hier vorne so ein bisschen den Hüftbeuger. Den haben wir schon lange nicht mehr intensiv gemacht. Nimm mal ein Bein. Du machst nichts anderes, als ein Bein nach hinten zu nehmen. Bleibst bitte gerade stehen. Und jetzt kannst du gerne so ein bisschen ins Hohlkreuz ziehen. Jawohl. Und dann wippst du leicht nach vorne. Einfach das Becken vorschieben, gerade nach vorne schieben. Jawohl, gerade vor. Komm, 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 komm. Das Bein kommt weiter nach hinten wieder. Zieh hier richtig schön. Jawohl, wenn du magst, nimmst du den gleichen Arm nach oben. So, jetzt kommt das Bein noch mal ein Stück weiter nach hinten. Und du streckst den Ellenbogen nach oben. Streck dich richtig weit, komm. Jawohl. Lehn dich noch ein Stück zu der Seite, wo das Bein vorne steht. Jawohl. Schön ziehen hier. Leider müssen wir das ein bisschen länger machen, damit dieser Muskel auch reagiert. Komm. Komm noch ein Stück rüber. Jawohl. Auf. Auf, auf, auf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stopp. Komm hier nochmal ein bisschen tiefer. Super. Nicht einfach rausgehen, sondern ganz langsam zurück. Bein nach vorne, stehen bleiben. Kurz warten. Das ist nicht schön, nee. Das setzt sich jetzt wieder. Und jetzt wieder ein bisschen gehen. Und jetzt hast du so das Gefühl, du bist auf einer Seite länger als auf der anderen, ja. Ist normal. Der hier, der Hüftbeuger, der verkürzt uns immer und zieht uns zusammen. Wenn du an einer gesunden Hüfte interessiert bist, solltest du den regelmäßig aufdehnen. Andere Seite. Bein nach hinten und komm wieder so ein bisschen in das Hohlkreuz und schieb das Becken nach vorne. Komm. Jawohl, schön nach hinten, komm. Schön nach hinten. Schieb das Becken schön nach vorne. Spür das. Also hier solltest du was spüren. Und immer so nach 20 Sekunden verlängern wir den Schritt.
dass die Spannung hier wieder neu wird. Weil der Körper gewöhnt sich ja schon so ein bisschen da dran. Komm nach hinten, auf. Jawohl. Und dann kommst du wieder mit dem Arm nach oben und drückst den Ellenbogen hoch. Mach dich hier richtig lang. Spür das. Komm, 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 komm. Und dann, ja, hier schon mal so ein bisschen runter, jawohl. Schön spüren. So, bleib hinten und dann komm hier zur Seite. Auf geht's, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm, da gehen noch 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, komm langsam hoch, stell dich hin, bleib stehen. Marschieren. Jawohl. Also der Hüftbeuger hier vorne, der ist leider für ganz viele Rückenschmerzen verantwortlich. Und das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass ein Muskel, der hier vorne liegt, der eigentlich gar keine Beschwerden so macht, für den Rücken verantwortlich ist. Doch, ist leider so. Einmal kurz Becken kreisen wieder. Genauso ist es, wenn man Knieschmerzen hat. Die Knieschmerzen werden sehr oft bedingt durch verkürzte Achillessehne Wade und verkürzten Beinbizeps. Andersrum. Schönes Becken kreisen. Auf geht's. Und Popo nochmal rechts, links. So, siehst du, schon so schnell geht eine halbe Stunde rum. Halbe Stunde im Stehen, alle Übungen für den Rücken, für die Wirbelsäule, alles im Stehen. Lass uns bitte noch eine Übung zum Schluss machen. Stell dich noch mal ein bisschen breiter und komm noch mal über die Seite. Jawohl. Die sollte jetzt schon so ein bisschen, gerne ein bisschen schneller, die sollte jetzt schon so ein bisschen entspannter sein, die Übung, weil wir den Hüftbeuger schon aufgezogen haben. Und komm zu einer Seite. Jawohl. Noch einmal schön hier in der Lendenwirbelsäulengegend. Nochmal schön Flüssigkeit verteilen an den Bandscheiben. Sehr schön. Komm zur anderen Seite. Ja, das ist der stehende Teil des Rückenfits. Und wenn du magst, es gibt noch einen liegenden Teil, der findet jetzt zwei statt, also Teil 2. Und wenn du dabei bleiben willst, bleibst du dabei. Der ist ein bisschen mehr bauchlastig, weil Bauchmuskulatur ist der Stützpfeiler deiner Wirbelsäule. Komm einmal hoch, schüttel dich einmal aus. Deswegen empfehle ich immer, zu einem gesunden Rücken immer den Bauch zu trainieren. Ein bisschen auskicken. Jawohl. Kräftig schütteln. Jawohl. Ja, schön. Komm mit mir runter. Einen großen Ausfallschritt nach unten. Jawohl. Wir lösen zuallererst so ein bisschen Hüfte-Iliosakralgelenk. Das machen wir im Liegen. Und gleichzeitig dehnen wir die Bauchmuskulatur, die unten liegende, so ein bisschen auf. Die obere trainieren wir jetzt. Das untere Bein winkelst du an. Das obere ziehen wir einfach ein bisschen hoch. Nur nach oben ziehen, bisschen die Hüfte trainieren. Jawohl. So, gleich. Ich hoffe, du spürst auch schon deine Taille.
Ja, wonach ich immer gerne auch gucke, sind, dass wir versuchen, Blockaden zu lösen. Sehr häufig gibt es Blockaden hier oben, erste Rippe, Schlüsselbein. Hier oben gibt es sehr oft Blockaden, die man gar nicht so merkt, nur so Beklemmungsgefühle beim Atmen. Dann Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, das ist und vor allen Dingen Iliosakralgelenk, das sind immer so die häufigst vorkommenden Blockaden. Und die kann man sehr schön in den Griff bekommen, wenn man sich regelmäßig mal in diesen Bewegungen bewegt. Zieh mal das obere Bein zu dir ran. Richtig ran. So weit, wie du kannst. Gar nicht so weit weg. Kurz ran. Ran. Komm. Tap. 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 Komm. Komm. Beug dich nach vorne und zieh das Bein ran. Komm. 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 So, okay, jetzt haben wir hinten in den Sakralgelenk so ein bisschen aufgezogen. Halt das Bein fest und jetzt leg dich hier oben ab, streck das Bein aus und dann lass es einfach vorne runterfallen. Streck das Bein noch ein bisschen weiter nach vorne und dann lass es hier vorne einfach fallen. Einfach fallen lassen. Jawohl. Und dreh dich so leicht nach hinten. Mit dem Oberkörper immer entgegengesetzt. Komm, komm. Komm, 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 komm. Jawohl. So, prima. Sollte es mal geknackt haben, ist nicht schlimm. Dann ist wieder was an seinem Platz. Halt beide Beine in der Luft. Spann die Bauchmuskulatur hier seitlich an. Zieh einmal die Beine auseinander. Du darfst den Kopf gerne abstützen. Okay, hast du? Ich hoffe, du hast jetzt eine schöne Spannung. Jetzt ziehen beide Beine gleichzeitig hoch. Jawohl. Spür das hier. Spür das. Komm, 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 komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eins. Wir wechseln. Komm. Und komm hoch. 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 Auf. Komm. Hoch. 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 Jawohl. Gut. Halt beide Beine fest. Genau. Jetzt kullerst du dich so ein bisschen auf dem Rücken. So ein bisschen. Ja, die Beine schweben noch vorne. Okay, und dann kommst du so ein bisschen hoch. Genau. Also, ich habe ja nicht gesagt, dass du die Beine gleich mitziehen sollst, aber wenn du unbedingt willst, kannst du auch die Beine mitziehen, ja. Ich wollte erst die einfache Variante, aber wenn du gleich die schwere willst, dann machen wir gleich die schwere. Kein Problem, komm, komm, komm. Ja, 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 komm. Ist gut. Puh, komm auf die andere Seite, auf. Ja. Komm hier wieder auf den Ellenbogen. Okay. Unteres Bein anwinkeln. Oberes Bein wieder nach oben ziehen. Aber nicht, also hier schon anspannen, ja? Also hier schön seitliche Bauchmuskeln. Hier Spannung in der Taille. Komm. Hoch. 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 Jawohl. Komm, 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 komm. Du kannst ruhig hier so ein bisschen zusammenklappen. Also in der Mitte. Ja. Du sollst nicht zusammenklappen, nein. Komm, komm. Jawohl. Sehr, 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 sehr gut. Okay, jetzt machen wir das wieder mit dem Bein. Komm. Gar nicht so weit weg, nur ran. Ran. Komm, komm, komm. Jawohl. Komm. Spür die seitlichen Bauchmuskeln. Okay, du hältst wieder fest. Streckst das untere Bein aus. Legst dich wieder ab. Zieh das Bein schön hoch. Streck das Bein aus. Und dann lass fallen. Klack. Jawohl. Und dreh dich nach hinten. Komm.
Tap, 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 tap. Jawohl, jawohl. Komm, da gehen noch ein paar. Auf. Acht noch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Beide Beine ausstrecken. Ja, komm. Gerne hochziehen. Ja, wir haben es eben ein bisschen anders gemacht. Ist nicht schlimm. Kommen wir gleich noch zu. Schön Spannung aufbauen. Halt die Spannung mal fest. Mach wieder den großen Schritt. Komm. Bleib schön entspannt liegen. Okay, anders. Bleib schön gespannt liegen und dann zieh hoch. Komm, komm, komm. Und hoch. Und hoch. Und hoch. 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 Sehr schön. Komm. Hoch. 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 Und andere Seite. Komm. Großer Schritt. Auf. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jawohl. Ist gut. Puh. Wieder ein bisschen auf dem Popo rollen. Ja. Und dann beide Beine vorne hoch, so wie eben auch. Komm. Jawohl. Hoch. 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 Komm. Up. 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 Und gut. Sehr schön. Okay, ich hoffe, du hast so ein bisschen was gemerkt bis jetzt. Wir legen uns auf den Rücken, machen so ein bisschen Rotationstraining. Leg dich einmal auf den Rücken. Komm. Wir fangen erst ganz harmlos an. Du kommst einfach nach vorne. Nur gerade nach vorne den Crunch. Auf geht's. Vor, 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 vor. So, und dann bleibst du vorne. Da habe ich ja gesagt, wir machen so ein bisschen Rotationstraining, auch für die Wirbelsäule. Also, du bleibst in der Spannung und dann schiebst du abwechselnd die Schultern vor und die Arme natürlich mit. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Jawohl, beide Hände hoch, komm. Acht, sieben, sechs, fünf. Dreh dich, immer noch. Komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bleib, beide Arme auf. Dreh dich, komm. Dreh dich, komm. In der Spannung drehen, komm. Jawohl, der Kopf bleibt gerade. Nur den Oberkörper drehen, in der Spannung. Noch acht, komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Nochmal, komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ist gut. Boah. Okay, das fand ich anstrengend. Bisschen ausschütteln. Jetzt haben wir ganz viel von oben her, von oben gemacht, also mit der Halsmuskulatur, Halswirbelsäule. Nimm mal beide Beine nach oben. Halt den Kopf gut fest und dann lass den Popo und die Beine rechts, links gehen. Komm, 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 komm. Jawohl. Schön rechts, links. Komm. Popo rechts, links. Komm, komm, auf. Popo rechts, links. Komm. Bleib oben in der Spannung und den Popo rechts und links. Komm.
10 noch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist gut. Lösen. Puh. Tief durchatmen. Gerne ein bisschen ausschütteln. Du kannst das gerne noch ein bisschen schwerer machen, indem du die Füße höher nimmst. Wie, glaubst du nicht? Okay, dann gucken wir doch mal, ob das stimmt. Nimm mal beide Beine hoch, nimm die Füße höher. Komm auch mit dem Oberkörper höher und dann wieder Popo drehen. Komm, ja, ja, komm, 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 komm. Ja, ja. Komm, nicht mehr viele, auf, los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, ist gut. Oh. Und ausschütteln. Puh. Okay. So. Mach mal Folgendes. Bleib mal so liegen und spann mal den Bauch an. Feste. Feste den Bauch anspannen, komm. Feste. Beide Hände vor. Jetzt versuchst du dich mal aufzurichten. Ja, mit Bauchspannung, komm. Füße weiter weg. Komm weiter hoch. Ja, komm. Komm. Ja, genau. Ja. Genau. Das war gemein, gell? Ja. Kannst ruhig sagen, dass das gemein war. Aber du weißt, was passiert, wenn du das sagst, gell? Dann machen wir das nämlich nochmal. Doch, komm. Langsam zurück. Ja. Langsam. Okay. So. Okay, jetzt liegen wir ja jetzt hier. Jetzt, also rumliegen ist nicht. Also nochmal. Komm. Richte dich auf. Ja, ja, mach dich rund und komm hoch. Genau, 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 genau. Super. Sehr schön. Jetzt bleiben wir oben. Beide Beine ein bisschen breiter. Jawohl. Schieb dich nach vorne. Mach den unteren Rücken richtig rund. Komm. Jawohl. Komm. 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 Beide Hände hoch. Komm. Jawohl. Jawohl, 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 jawohl. So, bleib. Und jetzt kommst du so langsam zurück. Jetzt gehst du wieder in eine Spannung. Und in der Spannung drehst du dich wieder. Solltest du nichts im Bauch spüren, musst du weiter nach hinten gehen. Ich sehe das, ob du was im Bauch spürst. Ja, wenn du noch so entspannt guckst, dann merkst du nichts. So langsam sollten die Augen größer werden oder kleiner. Kannst du dir aussuchen. Komm, komm, auf. Up, 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 up. Ja, ja, komm. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist gut. Ja, ich weiß, dass das doof ist. Ich sehe zwar nicht mehr gut, aber hören tue ich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen Dinge, die ich nicht hören soll. Ja. Beide Beine weg. Komm langsam zurück. Komm. Letztes Mal. Komm. Einmal geht. Ich habe aber noch so ein bisschen was Schlimmeres, okay? Ja, komm. Weil wir ja freundliche Leute sind, winken wir mal. Ja, nicht hier unten, nein. Hier. Ja. Gut, wieder runter. Zeig mal den anderen Arm. Ist auch schön, gell? Ja. Kannst auch beide. Das ist aber kein freundliches Winken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, langsam ab. Boah. Ach so, jetzt müssen wir ja langsam wieder hoch. Mensch, wären wir noch oben geblieben. Komm wieder hoch. Ab, 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 ab. Super.
Soll ich dir was verraten? Diese Übung wird dir helfen, besser aus dem Bett zu kommen. Ja, glaub mir. Also nochmal. Ja, das kannst du heute Abend, wenn du ins Bett gehst, oder morgen früh, wenn du aufstehst, direkt mal testen. Ja, wie du aus dem Bett aufstehst. Komm, beide Hände vor. Okay, du wirst wahrscheinlich ein bisschen komisch angeguckt, wenn du so aus dem Bett kommst. Erinnert mich ein bisschen an Michael Jackson Thriller. So, komm ein bisschen locker mal. Streck mal die Beine aus, ganz weit. Zieh mal die Zehenspitzen zu dir ran. Richtig fest. Sehr gut. Beide Hände vor. Mach dich lang. Mach dich rund. Komm, komm, komm. Lass die Zehenspitzen schön aufstehen. Genau. Und vor. Komm, 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 komm. Jawohl, super. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Anwinkeln. Siehst du, so schnell geht es auch schon wieder vorbei. Ein kurzes, intensives Bauchtraining und ein bisschen Rücken dabei. Ich hoffe, du hast was gemerkt. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.